Petersdorf ist der Hauptort im Westen der Insel Fehmarn. Alte Bauernhäuser wie auch viele kleine Siedlungshäuser sind gut erhalten und in den letzten Jahren liebevoll restauriert worden. Das Kopfsteinpflaster einiger Straßen wurde denkmalgeschützt. Im Herzen des Dorfes ist der Dorfteich, der Großsoll, gelegen, der zur Zeit der Rapsblüte Heimat des dreitägigen und weit über die Grenzen Fehmarns hinaus bekannten Rapsblütenfestes ist. Als ein Kirchdorf war Petersdorf stets Schwerpunkt für die 12 Dörfer seines Bezirkes. Seit 1320 war hier das Thinggericht sowie das Kirchspielgericht eingerichtet. Die St. Johanneskirche in Petersdorf wurde um 1250 im gotischen Stil erbaut. Das Gotteshaus ragt auf einem kreisrunden Friedhof, gesäumt von Linden, auf. Die Bezeichnung Konvent für eine Häusergruppe in der Hauptstraße weist auf einen Klosterstandort hin. Der 1567 erbaute Turm ist mit 64 Metern der höchste Kirchturm Fehmarns. Der Turm wurde früher in Kriegszeiten mit Wachen besetzt. Man hatte von oben einen weiten Ausblick bis zu den dänischen Nachbarinseln und dem holsteinischen Festland. Für Seefahrer diente der Turm zur Orientierung. Im Inneren können Besucher den Altar mit vergoldeten Schnitzereien sowie ein Sakramenthäuschen besichtigen.
Die Südermühle in Petersdorf ist die älteste beurkundete Mühle Fehmarns und blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück. Bereits 1438 wurde die Mühle erwähnt. Die heutige Holländermühle wurde 1893 erbaut und ist die fünfte Mühle, nachdem vier Vorgängerbauten durch Brände zerstört wurden. Hauptprodukte der Südermühle waren Mehl, Graupen und Grütze. Im Jahr 1950 wurde der traditionelle Windmühlenbetrieb eingestellt. Ab 1958 diente die Südermühle als Lager. Schließlich wurde die Mühle verkauft, vollständig renoviert und zu einem Mühlenrestaurant ausgebaut, das im Jahr 1973 eröffnet wurde. Ursprünglich hatte Petersdorf noch eine zweite Mühle, die Nordermühle, die jedoch nicht mehr existiert. Etwa 500 Meter nordöstlich von Petersdorf befindet sich der Galgenberg. Der künstlich aufgeschichtete Hügel diente einst als Hinrichtungsstätte. Noch bis 1853 wurden Verurteilte auf dem Galgenberg geköpft. Sobald das Urteil in der Petersdorfer Gerichtsherberge verlesen worden war, führte man den zum Tode Verurteilten hinaus zum Galgenberg. Hier brach der Landvogt den Stab über den Verbrecher. Nach der Vollstreckung des Urteils steckte man den Kopf des Enthaupteten auf einen Stab und drehte das Gesicht zu dem Ort, wo die Straftat begangen worden war. Zu Füßen des Galgenbergs liegt der Teich Radsul, der bereits in der Eiszeit entstand und zu den wenigen Binnengewässern auf Fehmarn zählt. Der Radsul wurde früher auch Richtsul genannt, da auch hier Todesurteile vollstreckt wurden. Man steckte die Verurteilten in Säcke und tauchte diese so lange, bis sie nicht mehr atmen konnten.